Save me!
Jungs auch hier im Backstage von mit Florian Silbereisen. Von irgendwelchen 75-Jährigen. Nein, Crocodile-Orgien im Backstage. Das ist schon nackt. Aber nicht nur scharf. Das ist ein großflächiges Aufreißen. Scharf hast du ja immer. Mir geht's gut. Es ist schade, dass es vorbei ist, aber so ist das Leben. Und danach kommt wieder was anderes. Very nice. Ich glaube, das Gefühl kommt sowieso erst später bei mir. Im Moment ist es ist ein Konzert. Ich warte darauf zu spielen und dann mal sehen. Ja, danke schön. Mir geht es gut. Kann ich, glaube ich, nicht so leicht beantworten. Ich bemühe mich nach Kräften, dass es mir gut geht. Aber die Gefühle sind ein bisschen gemischt. Also ich bin zum Teil schon etwas traurig und versuche das so ein bisschen zu verdrängen, unter einem gewissen Druck zu stehen, dass es das letzte Konzert ist und noch so viele Stunden Wartezeit verstreichen müssen. Man möchte es natürlich so perfekt wie möglich hinkriegen, aber ich glaube, dass es eine falsche Einstellung. Deshalb noch mehr Bier und dann noch mehr gutes Wohlbefinden und dann bleiben wir entspannt. Gut soweit, ein bisschen melancholisch irgendwie schon, obwohl es bei mir nicht 15 Bandjahre gewesen sind, aber es war trotzdem eine sehr schöne Zeit und ich freue mich auf ein gutes Konzert hoffentlich und danach noch ein bisschen feiern mit Jungs und Mädels. Ansonsten harren wir der Dinge. Ja, mir geht's eigentlich auch gut. Ich könnte noch ein bisschen Schlaf gebrauchen. Ansonsten denke ich mal, dass ich freue mich drauf, heute nochmal ein Konzert zu spielen mit dieser Band. Und ich hoffe, dass es ein gutes Konzert wird. Und danach werde ich wahrscheinlich sehr traurig sein.
sagen, dass es hart schade ist, dass so eine Band wie Totgelichter aufhört, Musik zu machen. Ich hoffe inständig, dass die irgendwann wiederkommen, weil jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, waren sie richtig geil. Die sind mit der Seele dabei, die sind mit dem Herz dabei. Es hat immer Spaß gemacht, die aufzuhören. Und heute habe ich zum ersten Mal auf das Blutstern live sehen dürfen. Ne? Ich kenne die Band ja erst seit kurz nachdem die gute, hübsche Dame angefangen hat, bei denen zu singen. Also wie gesagt, ich finde es hart schade, dass die aufhören. Ich bin froh, dass ich sie jetzt noch ein paar Mal sehen konnte, bevor sie aufhören. Ich habe sie letztes Jahr in Würzburg gesehen, das war totgeil. Ich habe sie jetzt hier in Erfurt gesehen. Abgefahren. Also wenn die wirklich komplett aufhören, ist es schade für die Szene. Sag denen unbedingt, ohne Quatsch, sag denen, dass die weitermachen sollen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ist schon ein bisschen merkwürdig, jetzt zu wissen, dass danach nichts mehr kommt. Ich nehme das erstmal so hin. Und dann schauen wir mal. Na? Boah, es sind auch immer die Gründe, weshalb jeder Einzelne, der auch gerade vielleicht in der Band ist, jeden Tag irgendwie die Band gerne verlassen wollen würde, glaube ich. Also das ist halt irgendwann, ich meine, wir werden ja auch nicht jünger. Ist es halt so, dass wir gewisse Ansprüche haben daran, wie wir Musik machen, wie wir unsere Hobbys gestalten. Und mir war es dann irgendwann einfach zu stressig, erstmal in der Kombination mit dem Berufsleben, als auch dann natürlich in der Art und Weise, wie gewisse Sachen mit dem Hinblick da aufs normale Privatleben dann in der Band gehandhabt wurden. Ob es jetzt, also ich sag mal, mir war es dann einfach irgendwann zu chaotisch, zu unentspannt, zu ja, sehr, sehr unorganisiert teilweise, ne? Was man als Musiker wiederum eigentlich braucht. Aber mir dann gerade auch dort in der Situation, in der ich dann im Leben stand, überhaupt nicht mehr geschmeckt hat und ich konnte das dann halt nicht mit mir mehr verantworten. Ich habe dich nicht angekotzt, ich habe neben dich gekotzt. Ja, das stimmt. Ich meine, du weißt, wie das ist. Ne? Ich schmücke halt gerne auch mal aus. Das und du hast jetzt, mein Lieber, eine Legende zerstört.
Vielen Dank. Vielen Dank, Klaus. Ich meine, da wird sicherlich Frederik eine andere Meinung zu haben, vielleicht. Wie meinst du? Kann ich mir nicht vorstellen, wir sind doch nicht mal einer Meinung. Und genau da liegt das Problem. So, nein, das Problem, es ist kein Problem. Ich glaube, Truppenmächter ist eine Band, die von Kontrasten lebt. Und ein großer Kontrast war tatsächlich immer, diverse Meinungen unter einen Hut zu kriegen. So gerade die beiden Dickköpfe hier in der Band, die doch eigentlich unterschiedliche Auffassungen, empfinde ich jedenfalls so, haben. Meinung, Stimmung zur Musik und wie das alles entstehen sollte und dann im Endeffekt klingen muss. Das war immer so ein bisschen die Anfangsschwierigkeit, auch so in Albumschaffensphasen, dass man da irgendwie auf den Nenner kommt, dass man irgendwie einen Start kriegt, dass man sieht, in welche Richtung das geht, dass man sich wieder ein bisschen aufeinander eingeschliffen hat. Und ich glaube, diese Kompromisse zu finden, ist letztendlich das, was nachher die Kontraste hervorgerufen hat und was dann letztendlich auch die Band ausgemacht hat. Für mich empfinde ich so. Meine Essenz eigentlich war immer oder ist immer noch, dass es halt kein Stehenbleiben darf. Also das Stagnation ist für mich der absolute Tod. Und das haben halt viele nicht verstanden. Wir können nicht 5, 6, 7 Mal das gleiche Album machen oder auch 2 Mal nicht. Es geht einfach bei uns nicht. Mit Angst wäre es super gewesen. Ich meine, es war natürlich das Album, wo wir am nächsten dran waren, wo uns alle abgefeiert haben, bla, und im Nachhinein auch alle sagen, das ist das Ding. Aber in Angst 2 wäre für mich scheiße geworden, für Claudio im Übrigen auch. Wir beide haben da immer gleich getickt, wir wollten immer vorangehen, weitergehen. Und das äußert sich natürlich dann dementsprechend in der Musik, im Layout und so weiter. Da sind wir eigentlich auch immer mit Sebastian konform gegangen. Oder mit Tentakel. Von meiner hat er richtigen Namen. Ja. Auf jeden Fall, das ist die Essenz. Vorangehen, das war immer unser Ding. Und deshalb bin ich auch sehr stolz auf das Album Rooms, was im Grunde genommen sehr viele Charaktere unter einen Hut gebracht hat und trotzdem noch weitergegangen ist, aber auch vielleicht ein bisschen seitwärts. Wir haben wieder Dinge noch mit reinbezogen, die anscheinend auch vielen Fans in Anführungsstrichen wichtig war. So dass wir dann wieder ein bisschen mehr Härte hatten, mit aber unserer Verspieltheit. Und das ist die Essenz im Grunde genommen, dass unterschiedliche Leute, dass es der Band das verstehen, worum es geht und ihr Können mit einbringen, wie jetzt zum Beispiel Frieda oder Guntram oder auch Claudio mit den elektronischen Geschichten. Das ist, war schon immer die Essenz, finde ich, also für mich auf jeden Fall. Bei mir ist halt so, dass ich natürlich klar die Anfänge so erstmal als Hörer mitgekriegt habe und meines Erachtens fiel es mir da nicht schwer reinzufinden einfach. Natürlich ist es so, dass da auch durch die Band man sehr schnell mitgerissen wurde, es ging mir zumindest so, einfach auch reinzufinden, was wirklich Sache ist, was zusammenpasst, und ich finde, dass wir uns da mal ganz gut ergänzen konnten. Und mir hat es auf jeden Fall so sehr viel Spaß gemacht, wirklich dann auch mal von in einer bestehenden Band dann Puzzleteile hinzuzufügen. Ich glaube, das hat Frederik auch schon ganz gut gesagt, dass einfach da wirklich die verschiedenen Charaktere unter einen Hut zu bringen, das ist wirklich genau die Aufgabe, die, glaube ich, in Rooms auch sehr gut gegipfelt ist. Deshalb sollte das Album ein Gipfelstimme heißen. Da wäre uns dann für uns entschieden. Was da? Von wem war das? Helene Fischer, oder nicht? Gipfelstimme, ist das nicht so? Dieser schlimme Tag, als die Fischer unseren Albumtitel geklaut hat. Hölle, Hölle, Hölle. Entschuldigung. Du bist gut im Futter. Du bist gut informiert. Das ist ja übrigens die Quintessenz. Gut, danke, weiter. Jo, hi. Ich bin Jill von Aqua Asma. Wie ich zu Todgelichter gekommen bin. Das ist, wie es der Zufall manchmal will, man unterhält sich mit Leuten. In dem Fall habe ich mich mit einer Freundin unterhalten über Black Metal und Post Metal, Post Rock. Und da wurde sie ganz euphorisch und sagte zu mir, dass ich doch mal Todgelichter antesten soll. Und die hatten damals zu der Zeit ihr Album Angst rausgebracht und dem Rat bin ich nachgekommen.
Und ich fand das von vornherein unglaublich beeindruckend, wie die Band das instrumental macht, wie sie da zu Werke gegangen sind. Und das hat sich gelohnt und somit bin ich seit ja eigentlich 2010 im Todgelichter Fanlager dabei. Meine Band Aqua Asma hatte ja das große Vergnügen, mit Martha einen Feature zu machen auf unserem Debütalbum oder unserer Debüt-EP. Zustande gekommen ist das, ich sag jetzt mal ganz salopp, einfach durch Anklopfen und nicht fragen. Todgelichter kannten meine Person schon durch einen Albenbericht, den ich für Rooms verfasst hatte. Und ich habe für die Nummer, die heißt Im Frost, von Anfang an eigentlich gewusst, als die so im Großen und Ganzen stand, dass nur Martha das machen könnte, habe mich aber ewig nicht getraut anzufragen, weil ich mir dachte, das ist hirnrissig, was du hier versuchst. Aber ich kam dann im Winter 2016 einfach nicht umhin, es doch zu probieren. Naja, und dann ging das einen relativ zügigen Weg. Der Song wurde hingeschickt und Martha hat ihn sich angehört und hat Interesse angemeldet. Dann hat man den Text arrangiert, aufgearbeitet und sie hat sich sehr gut vorbereitet. Das war ein super tolles Arbeiten, absolut unkompliziert und hat uns persönlich einen Riesenspaß gemacht. Und dann stand sie wirklich auch schon im Januar im Studio und hat die Lines zu Im Frost eingesungen. Und was wir von unserer Seite sagen können, ist danke, vielen, vielen Dank für die Gelegenheit, dass wir die Chance bekommen haben, das zu machen. Ein Song, der mich heute noch sehr inspiriert, ist tatsächlich von dem ruhigsten Album, was Todgelichter also für meine Begriffe gemacht haben, nämlich vom Apnoe Release. Und das ist Soil. Soil ist für mich so von der Gesangsleistung, die Martha da im Speziellen vollführt und auch vom gesamten Feeling her ein so unglaublich intensiver Song, dass ich das, der ist mir eigentlich konsequent im Ohr und geblieben auch. Und da habe ich heute noch wirklich wahnsinnig krasse Gänsehautmomente, aber im Grunde steht ja jeder Todgelichter Song irgendwo so ein bisschen für sich und ist eine eigene Hausnummer, deshalb ist das grundsätzlich eigentlich relativ schwierig, das einzugrenzen. Wenn ich es aber jetzt wirklich runterbrechen müsste, dann wäre das toll. Thank you.
Vor gut einem Jahr ist unser Album Hooks erschienen. Kennt es jemand von euch? Ja. Sehr gut. Wenn nicht, geht's nach vorne. Das nächste Lied ist Ghost. Yeah.
Wir haben Album Angst kennengelernt. Die Werbung war damals sehr gut im Legacy platziert, mit einem äußerst gut geschriebenen Review dazu. Und nachdem ich mir irgendwas dann im Internet angehört habe, bin ich den gleichen Abend noch losgelaufen zum Saturn, um mir das Album zu kaufen. Dann kam natürlich Apnoe noch raus, ein wiederum sehr gutes Album, und Rooms auch ein sehr gutes Album, was ich insbesondere für so musikalische Experimente wie Necromant sehr zu schätzen weiß. Was allerdings wirklich, wirklich eine absolute Qual war, war überhaupt mal dahin zu kommen, Totgelichter live zu sehen. Ja, also die Chance ergab sich ja damals, als sie beim WGT aufgetreten sind. Nur leider musste ich da relativ lange arbeiten, bis um 6 oder so. Und das Konzert hat, glaube ich, um 6 angefangen. Und ja, ich bin dann schnurstracks mit der Bahn hingefahren, und mir kam aber die Band entgegen, als ich zur Location rein bin. Nachdem es dann wieder mal nicht geklappt hat, beim Summer Breeze leider dann Martha ausgefallen. Sehr schade, wobei da Thorsten und Dave auch einen mega Job gemacht haben und super. Auch eine sehr alternative Besetzung für Totgelichter gezeigt haben. Jedenfalls hat es dann letztendlich in meiner Heimatstadt Leipzig doch geklappt als Super für Akademie. Insofern super. Und das Konzert heute war natürlich auch spitze. Und ja, wenn die einzelnen Mitglieder dann musikalisch uns noch was mit auf den Weg geben möchten, in späterer Zeit, dann gerne. Meine Ohren sind da jederzeit offen. Spielen wir ein letztes Lied. Oh. Nein, aber mehr. Extrem alt, extrem schnell. Ja. Oh. Aschtau. Ja. Nein. Jetzt kommt etwas. Frederik, bist du bereit? Thank you.
overjoyed, but it's just this will be done. I can only haste on my memories overjoyed, but it's just this will be done. Kurze Geschichte, ich habe sie vor so 7-8 Jahren kennengelernt. Das erste Album war Schemen, was mich sehr angesprochen hat. Und danach kam Die Angst, das war ein fantastisches Album. Leon ist mein absolutes Lieblingslied. Das Album hat mir in einer schwierigen Lebenszeit sehr weitergeholfen. Und live gesehen habe ich euch 4-mal, war jede Show großartig, fand ich. Und das letzte Album, was wir rausgebracht haben, namens Rooms, das finde ich auch absolut unglaublich gut. Und man soll ja bekanntlich aufhören, wenn es am schönsten ist. Und deswegen finde ich, dass Totgelichter da alles richtig gemacht haben. Und ich wünsche der gesamten Band einfach nur alles Gute für den weiteren Lebensweg, sowohl professionell als auch privat. Ja, es ist halt krass zu hören, dass Leute sich davon so berührt fühlen. Wir haben immer mal wieder auch Mails bekommen von Leuten, die gesagt haben,
dass jetzt irgendwie ein bestimmtes Album, ein bestimmter Song oder eine bestimmte Phase oder meinethalb auch die ganze Diskografie sie irgendwie lange begleitet hat und über schwere Momente hinweg gehoben, also dass das irgendwie ernst gemeinte, längere und wohlformulierte E-Mails, möchte ich mal sagen, oder Resonanzen, das, man wird auch dann mal angesprochen irgendwie auf dem Konzert, und die Leute dir quasi mitteilen wollen, dass deine Musik irgendwas bedeutet hat, so, das ist natürlich schön zu hören. Also das berührt dann wiederum auch, wenn Leute uns sagen, sie sind berührt. Ja, dann ist man selber auch berührt, weil letztendlich ist es ja das, worum es uns geht. Also im zweiten Schritt. Im ersten Schritt wollen wir für uns Musik machen, wollen zusammen proben, wollen zusammen erschaffen, wollen ein Album fertig machen. Und dann der nächste Schritt ist dann, wir wollen es natürlich auch den Leuten präsentieren. Wir wollen raus, wir wollen live spielen, wir wollen halt Leute auch dann, wir wollen den Leuten was geben, und klar ist das schön, wenn man auch was zurückkriegt. Wenn die Leute dann sagen, irgendwas hat's bewegt, irgendwas Besonderes, dann ist das schön. Das ist ein positives Gefühl, und das ist letztendlich das, also ich sag mal so, wenn so jemand, wenn einer nach einem Konzert mit so einer Resonanz zu einem kommt, hat sich für mich der ganze Abend gelohnt. So, das ist, natürlich ist es cool, wenn hunderte von Leuten klatschen. Aber das ist dann nochmal das Sahnehäubchen sozusagen oben drauf, mit Kirsche. Und so einer kann aus einem schönen Abend nochmal einen super Abend machen. Also vielen Dank an alle, die uns jahrelang die Treue gehalten haben. Ich weiß, wir alle wissen, glaube ich, ihr musstet viel ertragen, viel musikalische Irrfahrten mitmachen, wo wir selber immer nicht so ganz wussten, was wir vielleicht wollen. Wobei, nein, wir wussten schon immer, was wir wollten. Wir wollten immer weiter, so wie Freddy schon sagte. Wir wollten immer anders, immer voranschreiten. Niemals stehen bleiben, nicht nochmal dasselbe machen. Der eine oder andere hat's, dem einen oder anderen war es dann zu viel. Ich bewundere selbst, also ich meine, rückblickend muss ich selber sagen, ich bewundere die Leute, die gesamte Diskografie im Schrank haben und sagen, ich kann mich hinter jedes Album stellen, jedes dieser Alben gibt mir irgendwas. Das ist halt, es ist mir selber klar, dass das schon teilweise ganz starker Tobak ist. Also so in den unterschiedlichen Schritten, in den Sprüngen von Album zu Album. Aber ja, also vielen Dank für die jahrelange Treue, für, auch wenn es auch nur ein Album war, was ihr gut fandet. Wenn es irgendwas bewegt hat, dann haben wir unser Ziel erreicht. Und dann können wir uns jetzt auch reinen und ruhigen Gewissens mit dem hoffentlich letzten Album dann noch bald. Da können wir dann auch einen vernünftigen Schlusspunkt setzen. Schlusspunkt. Das ist das Festival! We'll be right back.
Machen noch ein letztes Album. Damit werden wir einige Zeit beschäftigt zu sein. Und sonst mache ich noch ganz viel schöne Musik. Ich mache im Moment ein Album mit einer Münchner Death Metal Band, das jetzt bald fertig wird und veröffentlicht wird. Sonst habe ich noch eine andere Band aus Hamburg, wo wir Frank Zappa Musik covern, mit der ich jetzt auch bald wieder ein Album aufnehme, mit der wir auch bald wieder Konzerte spielen. Also ich bin auf jeden Fall immer musikalisch viel unterwegs. Ja. Was mache ich weiter? Ich bin mir noch nicht so ganz schlüssig, aber irgendwie wird es wohl weitergehen. Vielleicht starte ich was Neues. Es kommt im Mai erstmal das F41.0-Album raus, wo ich die Drums für Hysteries aufgenommen habe auf dem Album mit Frederiks Gesangsbeteiligung und noch diverse andere Leute, die da sich gesanglich betätigen. Der Schmied von Mordagor, der Metus von Kratain. Und noch jemand? Hab ich vergessen? Okay. Es gibt immer noch ein Album einer polnischen Black Metal Band in der Pipeline, das eigentlich fertig aufgenommen ist, was gewisse logistische Probleme einfach auf der polnischen Seite gegeben hat. Festplatte abgestürzt. Es ist wohl irgendwie alles noch in der Mache, also es kann noch gerettet werden. Ich bin momentan so ein bisschen fernab davon. Man kann da nicht viel machen, nur darauf warten, dass die sich nochmal brabbeln, die Jungs. Das ist ein gutes Album. Ogrish heißt die Band. Ich hoffe, das Album kommt noch raus und ansonsten muss man sehen. Also ich werde wahrscheinlich, das Wahrscheinlichste ist, dass ich ein neues Projekt weitermache und hoffe, dass meine Frau mich dabei gesanglich begleitet. Vielleicht noch der ein oder andere Musiker, den man dann noch irgendwie dazu holt. Mal sehen. Wird sich bei zugegebener Zeit dann entscheiden. Erstmal das letzte Album. Ja, also das letzte Album jetzt von TG machen wir auf jeden Fall jetzt. Und danach weiß ich tatsächlich noch nicht, in welche Richtung das geht. Also F41.0 habe ich ja auch einen kleinen Gastbeitrag. 4 Songs habe ich eingesungen von 6. Und Kratein lösen wir jetzt auf und mal gucken, was dann passiert. Ich denke mal, ich werde was ganz anderes machen, aber auf jeden Fall musikalisch bleiben, irgendwie mal sehen. Entweder ich mache, bei mir ist es meistens so, entweder ich mache was völlig anderes oder ich mache das, was ich vorher gemacht habe, nur noch mehr, also nur extremer noch. Das kann passieren, aber das wird man sehen. Dass ich weiterhin Musik machen werde, steht außer Frage, weil ich glaube, ich würde eingehen, wenn ich völlig aufhören würde. Das möchte ich nicht. Ich werde mit Sicherheit auch was Neues machen. Was steht noch in den Sternen? Im Moment sind ein paar Gastbeiträge in der Pipeline, wo und für wen werde ich noch nicht verraten. Es wird mit Sicherheit angekündigt, bald. Ansonsten, wie Tentakel bereits angedeutet hat, möglicherweise haben wir zuerst zu zweit irgendetwas, was vielleicht noch nicht so aufwendig ist und eher ein Studioprojekt wird. Aber früher oder später wird man schon von uns hören. Ich bin momentan am Songwriting für ein neues Projekt. Also Band, Projekt, Schrägstrich, Solo-Projekt. Wird post-Black-Metal-ig. Wen wundert's so? Also in dem einen oder anderen Printmagazine, Interviews vorher habe ich da auch schon mal das ein oder andere mich so ein bisschen drüber ausgelassen, dass das halt einfach auch das ist, was ich größtenteils mache musikalisch, was ich gerne mache, was einfach mir liegt. Und ja, so wird das neue Projekt auch sein.
und vorerst über die Facebook-Seite auch von Totgelichter wahrscheinlich auf dem Laufenden gehalten. Also werden wir euch auf jeden Fall da berichten. Genau. Und ob es dann live aufgeführt werden wird oder nicht, ist steht noch außer Frage, aber Songwriting läuft, einige Songs sind in der Mache. Genau. Ja, wie geht's danach weiter? Ich werde wahrscheinlich erstmal beim neuen Projekt von Floris mitmachen und mal gucken, wie sich das entwickelt. Das ist eine ganz spannende Geschichte und dann auch mal gucken, was da von den Konstellationen an Leuten sich dann letztendlich findet und was das für Potenziale gibt. Und ansonsten habe ich im Hinterkopf Dinge, die ich seit Jahren eigentlich schon mal für mich persönlich machen wollte. Also noch ein paar Technik-Dinge verbessern, auch mal mich mit Aufnahmetechnik beschäftigen, mal eigene Songs versuchen zu schreiben, aufzunehmen. Vielleicht finde ich dann die Muse, das endlich mal zu machen. Und ansonsten werde ich auch wahrscheinlich in Zukunft noch irgendwo als Backup-Bassist mit einspringen oder als Gastmusiker irgendwo zu sehen sein. Also ich werde wieder auf der Bühne stehen. Na gut, also mit der Musik hat sich es auf jeden Fall nicht für mich, auch wenn es beruflich bedingt recht schwer ist, die Musik zu verfolgen. Ich hoffe, dass ich also, es ist geplant, dass ich einen großen Beitrag zum nächsten Totgelächter-Album beitragen werde. Das wird auch so sein. Ja, auf jeden Fall. Hat er gerade Totgelächter gesagt. Totgelächter. Ja, natürlich. Heißt es mit anders? Ja, nee, weiß ich nicht. Das darf man aber nicht sagen. Da habe ich da was falsch verstanden. Aber gut, ist ja egal. Also ich bin halt aus Metal eigentlich schon seit Jahren weg. Ich habe mit dem ganzen Scheiß nichts mehr zu tun. Es ist nicht meine Baustelle. Ich habe da noch immer meine Favorites. Und natürlich, klar, irgendwo ja. Aber es ist halt so im Kern der Sache irgendwo befremdlich für mich. Also, und insofern agiere ich als Musiker, aber nicht als Metalhead. Also um Gottes Willen nicht. Und das ist halt auch die Herangehensweise jetzt zum Beispiel für das neue Totgelichter-Album, als auch für meine eigene musikalische, mein eigenes musikalisches Schaffen in den nächsten Jahren, was auch immer das sein wird. Und schauen wir mal. Schauen wir mal, was das werden wird. Ich denke, es wird gut. Hauptsache atmosphärisch, Hauptsache düster. Ein letztes gute Nachtgeschenk für euch. Einen besonderen Gast, den ich begrüßen möchte. Ein langjähriger Weggefährte, der mit seiner Kreativität Albuin. Einige Alben beeinflusst hat. Albuin. Bitte herzlich willkommen, Claudio. Guten Applaus.
Ivo, du bist ja geil jetzt hier.